Zu einem Video und heute ist kein normales Video, heute wird ein besonderes Video am Start sein. Wir gehen zuerst Fußball spielen, wie gewohnt am Sonntag, und dann wurde ich herausgefordert, Leute, zu einer Challenge. Ich wurde herausgefordert zu einer Döner-Challenge, wer mehr Döner essen kann. Nein, den blende ich hier ein. Der Schein ist mein Gegner. Ich werde dich zerstören heute, Junge. Wir gehen heute Fußball spielen, die Jungs holen mich gleich ab und danach werden Döner gefetzt. Die Challenge ist, Leute, haltet euch fest, wer mehr Döner schafft, in 60 Minuten, also eine Stunde haben wir Zeit, wer mehr Döner schafft. Samet, komm, ja, sag, ich habe, ich ein, na, sagen, sag mal eine Sache, wer gewinnt Kebab-Challenge, ich oder Schein? Wer schafft mehr Döner? Schein? Was sagst du, Edan? Ich sag Victor. Und wieso, Samet, sagst du Schein? Weil Schein tut nicht essen. Okay. Also schlucken. Und Edan, wieso sagst du ich gewinne? Die Mentalität dafür hast. Bist du Depper. Oh, ey, wie ein Löwe. Wenn ich heute verliere, dann enttäuscht ich Edan, Mann. What's up, Schein? Wo ist deine Kamera? Wieso hast du diese mit Handy, Amarachu? Was soll ich mit Handy? Was für AK, Amarachu? Hey, hey, was glaubst du, wer gewinnt heute den Döner-Challenge? Ich fick ihn, Mann, Amarachu. Oh, was gehört? Ey, was geht? Er ist nicht nur Victor, er heißt Victor. Türkiye! 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 Burak, da brauchen wir nicht viel reden, oder? Da brauchen wir wirklich nicht viel reden. Normale Nationalmannschaft brauchen wir, aber da gibt es so viel Korruption, deswegen ist er nicht. Schuss! Amalakim Shabu Balin, Amalakodum Sakate. Sakat in the house. Scheiße, man, habt ihr meinen Schuss gesehen, der war so schlecht. Ja, Amalakim, du hast geschossen wie größte Sabri. Schieß, schieß. Schieß, schieß, schieß. Schieß, wenn du triffst, kriegst du einen Ketchup. Amalakim, ey, Ball über die Berge. Oh, ja. Ich wusste, wo es ist, aber du verarschst ja jeden Schiedsrichter. Ja, Mann. Nein, kann ich nicht zulassen. Ja, kannst nicht. Was wegen die Socken oder? Du bist nichts in Albanien. Du bist nichts in Albanien, du bist in Österreich, Edon. Kala, Juri Engalatasaray. Ui, Kardi. Links, Verteidiger. Auf ein bisschen mehr, da kannst du auch Kebab mehr essen. Sakapande. Oh, beste Verteidiger. Was für ein Pass von Victor. Ja, Kale wurde gezogen. Moment, Kale wurde Kale. Yeah. Das ist Blut. Icardi. Icardi ab. Icardi. Mauro Icardi. Wieso gehst du raus, Mann? So, er soll spielen, wie er geht raus. Er ist tot, aber er hat einen Sprint. Er hat einen Sprint gemacht, er ist tot. Schau seinen Arsch an. Schon über ich. Zweite Halbzeit, ihr werdet sehen. Echte 2-0. Die sind so wie diese NPCs, Amarachu. Es ist jetzt 2-0, gleich ist zweite Halbzeit. Dieser Albaner glaubt, der spielt bald mit Rashica, Kosovo-Nationalmannschaft. Gespielt, Leute, wir sind jetzt beim Kebab-Plan angekommen. Schein und Übelz sind da. Wie viel haben wir gespielt? 6-2 haben wir gewonnen. Ich habe kein Tor geschossen, weil ich ein Fettsack bin. Deswegen leider habe ich verschossen. Schein geht mal scheißen, damit er seinen Bauch leeren kann. Und jetzt mal gucken. Wir sind jetzt ready, wir kommen jetzt an. Akta Kebab. Bin gespannt, was abgehen wird. Döner werden hier ready gemacht. Scharf. Und? Krautsalat. Passt, ich nehme auch gleich. Der Döner wird gleich gegessen, scharf. Kraut und Salat. So, der erste Döner ist ready. Damit wir wissen, heute ist der Sonntag, 1. Oktober. Mach Timer, 60 Minuten. 3, 2, 1, go. Wir essen schon. Mhm. Drück einfach auf Play. Es geht schon, es geht schon. Und lass einfach laufen. Das ist ja langsam. Ich esse nicht so schnell wie der Fettsack hier neben mir. Nach dem Video zeigen wir euch, um was es geht. Es geht nämlich um bestimmte Schuhe. Was Schein gewinnen kann. Denkst du, du bist Kebab-King vom Graz, oder was?
Wir machen fertig, Leute. Ich zocke nachher. Die Döner sind auch nicht klein, Mann. Ich hab 3 Tage nichts gegessen. Man freut sich jetzt, man, 2 Fetze gegessen. Das ist der erste fertig. Die zweite schon Döner drinnen. Du hast sogar noch Frühstück, Bro. Und bei dieser Tempo, Bro? Wir haben schlimmste Mahlzeit ausgewählt. Ja, Frühstück, Bro. Fick tot. Da muss ich ein bisschen Gas geben. Ich muss mein Tempo halten. Ich darf mich nicht einschüchtern lassen, Bro. Schau, sein Bauch ist schon voll. Schau mal, die Döner schon. Da ist auch viel Fleisch, Bro. Schau. Bro, ich entspanne. Das ist eine türkische Serie an der Westen. Keine Chance, man. Da muss Gott schon sein bisschen. Schau, wie er liebt ohne Liebe. Schau jetzt meine dann mit Liebe. Gell, Land, gell. Ab jetzt, ich schwöre, ich sag's euch, nach dem 3. Döner, Jungs, es ist wirklich nur mein Herz, Bruder. Das hat nichts mehr mit Magen zu tun, Bruder. Nur mein Herz, Bruder. Wer mehr tut, wer mehr. Schaust du die Söhne? Das ist echt nicht gut, Mann, was ich gemacht habe. Tut mir leid. Bei Essen stört man niemanden. Die Schere stimmt echt, Mann. Ich wollte nur Spaß machen, Bro. Kannst du es euch auch tun, Mann? Ich bin. Ohne Magen leer machen. Gewicht von 1 Kilo jetzt genommen von Döner. Warte, nimm dieses große Stück. Ja. Dieses Stück. Sitting on toilet. Sitting on toilet. Sitting on toilet. Warte kurz. Tu da rein. Aber wo versteckt man das? Warte kurz. Da rein, da rein, da rein. Sehr ehrlich, hast du Finger reingesteckt und gekotzt? Sehr ehrlich. Na, man, war nicht. Jonas hat sich das Spieß gewendet. Halbe Stunde. Boah, 33 Minuten. Der Spieß hat sich verändert. Stell dir vor, Bro. Du hörst jetzt auf, wir gehen chillig Kaffee trinken ohne Bauchschmerzen. Leute, Mann, wenn du noch einen isst, du hast so Bauchschmerzen. Geh mal jetzt einen Kaffee trinken, Bro, lass mich gewinnen einfach. Ja, aufgebe, gibt's trotzdem die Schuhe. Gibt's trotzdem die Schuhe? Ich weiß nicht. Nein, du gibst diese Schuhe. Ja, warte ganz kurz. Ich aber nehme okay, diese Schuhe, ich gebe dir diese Schuhe, ja. Aber gibst du dich dann auf YouTube, dass du gegen mich verloren hast? Aber du schneidest das, dass du trotzdem Schuhe gibst. Ja, ja, ich gebe dir die Schuhe. Nein, weil ich habe dir mal versprochen und ich bin so einer, wenn ich dir verspreche, Schuhe zu geben, ich ja, und du zahlst das auch, okay? Na, du zahlst. Welche Minute ist 28. Sieht man gut im Video, ja, gell? Genau, ja. 28 Minuten haben wir noch übrig. Ich habe das noch übrig, das ist mein 3. Döner. Und das ist Schein sein 3. Döner, aber ich habe natürlich mehr gegessen. Jetzt habe ich gewonnen. Also meldet euch. Die nächsten aus Graz. Ja, er hat gewonnen. Die nächsten aus Graz, die Wett-Challenge machen wollen, die sollen sich auf jeden Fall melden. Und ja, Schein zahlt. Jetzt geht's halt. Ja. Geht, Freunde. Es ist einige Stunden nach dem Fußballspielen, also nach dem Döner. Und ich muss euch Fazit geben. Ich habe echt Bauchschmerzen gehabt. Isst in der Früh kein Döner als erste Mahlzeit. Das nächste Mal mache ich so eine Challenge. Erst nachmittags, also so nach dem Frühstück auf jeden Fall einige Stunden auf entspannt, weil mies Bauchschmerzen, wir hätten safe mehr geschafft. Die verschwendeten Lebensmittel, wollte ich nur noch einmal sagen, ist mir im Nachhinein aufgefallen. Es wurden 1-2 Kleinigkeiten weggeschmissen. Ich bin der Meinung, ich habe einen Fehler gemacht. Wir hätten die Sachen mitnehmen sollen und dann halt einfach irgendwo spenden oder halt zu Hause jemanden geben zum Essen. Aber wir haben leider die Sachen nicht mitgenommen und wir machen es das nächste Mal besser. Niemand ist perfekt, Leute. Deswegen beim nächsten Video an 10 Euro an eine Organisation gespendet. Das werden wir uns dann aussuchen. Werde ich dann im nächsten Video einblenden. Damit ihr wisst, immer Lebensmittel schön verwenden, weil manche Leute haben nichts zu essen. Da sind wir sehr dankbar, dass ihr da Bescheid wisst. Und ja, haut rein. Hat sich geschlagen. Habe ich gewonnen? Ja, du hast gewonnen. Ich habe gewonnen, Leute, okay? Und schaut jetzt, ich löse etwas auf. Wir haben zwar nicht so viel Döner geschafft, aber schau mal, Schein. Siehst du, da hat die Hälfte von einem Döner hier reingetan. Schein zahlt jetzt, ich melde mich gleich bei euch. Ich mache dann das Outro und so. Bis gleich, Leute.
Oh Leute, ich habe die Challenge jetzt gewonnen. Das war, ich weiß, wir konnten nicht so viel essen, weil es ist 11 Uhr in der Früh. Und also 12 Uhr, 11, 12 Uhr. Und um der Uhrzeit Döner zu essen, war die größte Katastrophe. Leute, ich habe hier so Louis Vuitton-Schuhe mal bekommen. Ich habe 2 Paar davon. Ich bin nicht reich oder so, ich bin echt ein armer Schlucker, aber ich gebe Schein, weil ein Bruder von mir ist. Warte, ich muss nur mal erklären, Bro, weißt du, damit die Leute verstehen, weißt du, sie denken, ey, ich habe hier Louis Vuitton-Schuhe. Ich sage, es ist ein Louis Vuitton-Schuh. 1 Euro. Ach. Da schauen wir mir nicht drum, lass uns sitzen, man. Schau, Beläsch. Also ging es um diese Schuhe. Also. Nimm einfach. Beläsch. Wisst ihr, warum er mir gibt? Weil wir beide nicht gewonnen haben, nicht verloren. Weil ich gebe nicht so viel, auch generell auf materielle Sachen, weißt du, so wertvoll. Ich hab gesagt, dass du mir diese Schuhe gibst. Diese Schuhe sind meine, ich gehe mit diesem Samstag vor dir. Schau mal, was er drin hat. Es sind Baustellenschuhe, Nike Einlagen. Diese andere haben Rückenschmerzen gemacht. So Leute, ich beende. Like, ein Abo da, ich küsse euer Herz, bis zum nächsten Mal und lasst einen Kommentar da. Folgt, bleibt sympathisch. Peace out und checkt TikTok ab, weil dort kommen jeden Tag Videos. Haut rein.